Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, auch sehr geehrte Damen und Herren hier auf der Tribüne, sehr geehrter Herr Minister oder sehr geehrte Fußballmaus, ich weiß nicht, wie Sie jetzt angesprochen werden wollen. Apropos. Ich bitte Sie wirklich auch die sprachliche Formulierung wirklich auch gemäß dem Haus zu halten, Frau Abgeordnete. Ich will nur erkundigen, wo die zweite Fußballmaus ist. Ich habe es nicht beleidigend gemeint. Hat der Herr Vizekanzler seinen Weg aus dem Stadion schon? Wir sprechen den Minister in Österreich nicht als Fußballmaus an, bitte. Bitte an jemand anderen zu richten. Sehr geehrte Frau Minister, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Sehr geehrte Frau Minister, wir wollten Ihnen auch heute hier einen entsprechenden Rahmen bieten. Sie lassen sich ja die letzten Tage hier feiern als Heldin der Natur, Heldin der Blumenwiesen, der Frösche. Als Bienenkönigin werden Sie gefeiert. Für mich haben Sie auch Ihr sozusagen hier Aktivistengehen wieder instand gesetzt, Ihre Klimaklebergesinnung hier wieder belebt. Sind allerdings Ministerin, denn diese Form der Zustimmung zum Renaturierungsgesetz, die Sie hier geliefert haben, ist für mich sowas wie eine noble Variante vom Straßenkleben. Ja, Sie haben sich nicht auf die Straße gepickt, sondern in das Flugzeug gesetzt, nach Brüssel gechattet und dort einem Gesetz zugestimmt, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf unser Land und die Bevölkerung, ohne Rücksicht auf Österreich, über alle Regeln hinwegsetzend. Das verbindet Sie mit den Klimaklebern. Dieselbe Gesinnung. Ich gebe zu, für Ihre Partei ein Coup. Der Bundeskongress stand an, schaute nicht so gut aus, die Stimmung schlecht in der Grünen Partei. Nach den ganzen Affären um die Frau Schilling, die Pressekonferenzen haben wir alle noch in Erinnerung. Keine Rede mehr davon. Jetzt sind wir Blumenwiese und Bienen und Frösche. 2019, ich gehe nur 5 Jahre zurück. 2019, nach der damaligen EU-Wahl, zimmerte eine gewisse Frau Ursula von der Leyen eine linke Mehrheit im EU-Parlament zusammen. Sie wurde von Frau Merkel damals nach Brüssel weggelobt, weil sie unfähig war als Verteidigungsministerin, Familienministerin, wurde dort EU-Kommissionspräsidentin. Sie kam den Grünen damit sehr weit entgegen, sonst wäre sie nicht gewählt worden. Und damals entstand der Green Deal. ÖVP total begeistert. Das Ziel bis 2050 klimaneutral, CO2-neutral, bis 2050 Europa sozusagen neutralisiert. Teil davon, von diesem Green Deal, damals schon Verbrenner aus, Ausstieg fossiler Energie, CO2-Steuer haben wir inzwischen schon in Österreich dank dieser Regierung. Und der radikalste Teil, die Renaturierung. In Ihrem Text so unglaublich, so fantastisch, so irrational und so unmenschlich, wenn man das zu Ende denkt, was da drinnen steht, dass niemand glaubte, dass dieser Papierberg jemals Realität werden sollte. Das hat niemand für möglich gehalten. Nicht in Europa, in Nordkorea, ja, oder in China, nicht in Europa. Aber jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Es war zwar auch in Brüssel jetzt im Anfang Juni 2024 schon begraben, dieser Papierberg. Es war klar, man findet hier keine Mehrheit mehr. Kein Land war mehr bereit, diesem Irrsinn zuzustimmen. Da kündigte Ministerin Gewessler in einer Pressekonferenz am 16. Juni an, sie würde zustimmen. Und am nächsten Tag machte sie das wahr und stimmte zu. Ein Leger, nicht nur für den Koalitionspartner, ein Leger für unsere Verfassung, ein Leger für Österreich. Es war übrigens auch ein Leger der alten EU-Kommission, die dies nicht mehr durchdrucken hätte können in der neuen Konstellation. Aber in Österreich lagen zwischen der Pressekonferenz, wo sie dieses Verhalten ankündigte, und dem Flug nach Brüssel und der Zustimmung 24 Stunden. Hier hätte die ÖVP handeln können und müssen, wenn sie auch ihre eigenen Worte ernst genommen hätte. Denn Bundeskanzler Nehammer hat ja auch schon im Vorfeld gemeint, die EU, guten Tag, die EU-Renaturierung ist ein Musterbeispiel für überbordende Regulierung aus Brüssel. Wir brauchen keine solche Vorgabe. Soweit so richtig, unser Bundeskanzler.
Soweit so richtig. Er hat doch erkannt, ich zitiere ihn, es gefährdet unsere Landwirtschaft und unsere Versorgungssicherheit. Das heißt, er hat dieses Gesetz wirklich ernst genommen. Er hat es verstanden oder man hat es ihm erklärt. Aber trotzdem hat er in diesen 24 Stunden nichts unternommen. Er weiß, dass es ab der Zustimmung gilt, dass es kein Zurück mehr gibt, dass es nicht mehr verrückbar ist, dass damit auch eine Landeskompetenz an Brüssel hergeschenkt wurde. Er tat nichts, was hätte er tun müssen und können, ganz klar, EU-Hauptausschuss zusammenrufen, mit uns eine Mehrheit bilden und der Frau Minister die Vorgabe geben, hier in Brüssel nicht zuzustimmen. Daran wäre sie fix gebunden gewesen. Oder ist nicht weit in die Hofburg hinübermarschieren zum Bundespräsidenten, sagen, bitte bring deine Ministerin zur Raison. Wenn nicht, schlage ich die Entlassung vor. Das könnte man auch jetzt noch jeden Moment machen. Das wäre nicht nur das Recht des Bundeskanzlers, sondern es wäre auch seine Pflicht gewesen. Angesichts der Rechtswidrigkeit des Verhaltens wurde festgestellt vom Bundeskanzler selbst, von der Verfassungsministerin, vom Verfassungsdienst. Aber was natürlich noch viel mehr stört als diese formale Rechtswidrigkeit, ist der folgenschwere Inhalt. Nun, nach der Zustimmung durch Frau Gewessler in Brüssel warteten wir auf das Statement, auf die Stellungnahme von Bundeskanzler Nehammer. Was erklärte er uns da in der Pressekonferenz? Nun, er hat jetzt durchschaut, es war ein schwerer Vertrauensbruch der Grünen. Es sei ein krasses Fehlverhalten gewesen. Sie hätten jetzt ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie sind zwar immer moralisierend, aber extremistisch. Jetzt im fünften Jahr der gemeinsamen Regierung hat er das entdeckt. Er bebte vor Emotionen. Die Emotion wäre da nach einem Koalitionsbruch. Er macht's aber nicht. Er hält sich zurück sozusagen, weil seine Verantwortung als Bundeskanzler gebietet ihm, eine geordnete Übergabe zu machen im Herbst. Und das freie Spiel der Kräfte im Parlament, meint er, würde sowohl Chaos als auch teure Ausgaben bedeuten. Eine starke Ansage, weil das freie Spiel dieser Bundesregierung, ÖVP und Grüne, hat uns so viele Milliarden gekostet. Das könnten wir im Parlament niemals umsetzen. Die Milliarden, die 2020 bis 2022 verronnen sind in der Corona-Maßnahmenpolitik, versickert. Die Milliarden, die uns die EU-Sanktionen kosten, die bei uns wirken, in Russland weniger. Die Milliarden, die über Brüssel in der Ukraine versickern. Und die auch sonst hier einfach vernichtet werden? Ja, vielleicht würde hier im Parlament, im freien Spiel der Kräfte, der eine oder andere Beschluss gefasst, wo auch Geld fließt. Ich wäre zum Beispiel jetzt nach dem Beschluss des Naturierungsgesetzes bereit, einen Antrag zu unterschreiben, wo unsere Bauern und die Landwirte bedingungslos unterstützt werden für all das, was ihnen in den letzten Jahren schon angetan worden ist und für den Schaden, der ihnen aufgrund dieses Gesetzes blüht. Das würde ich in normalen Zeiten nicht machen. Jetzt würde ich zustimmen. Das würde viel Geld kosten. Ich würde auch alle Hochwasseropfer entschädigen. Das würde viel Geld kosten. Vielleicht auch Milliarden. Sie blieben aber im Land und sie würden für unsere Leute verwendet und daher wäre das keine Verschwendung im Unterschied zu den Milliarden, die im freien Spiel der Kräfte in der Bundesregierung hier verschwendet werden. Nun, was sagten die Grünen dazu nach der Zustimmung? Sie feierten ihren Sieg naturgemäß. Die Natur hat gesiegt, nicht die Ideologie, nein, nicht die Parteipolitik. Das Gewissen rief, hat uns die Ministerin erklärt, es geht um das gesunde und glückliche Leben der künftigen Generationen. Und der Herr Vizekanzler erklärte uns, es ist das weltweit wichtigste Naturschutzvorhaben. Nun, was steht denn da drinnen in diesem weltweit wichtigsten Naturschutzgesetz? Sind wir ja jetzt gespannt. Ich habe es mir genau angeschaut. Ich glaube nicht, dass Deng Xiaoping oder jetzt Xi Jinping in China es wagen würde, dieses Gesetz seinem Volk vorzulegen. Ich glaube nicht einmal, der Kim in Nordkorea wird es tun, wiewohl es dort schon umgesetzt ist, muss ich zugeben. Aber hier wird unverfroren dieses Gesetz wirklich beschlossen, weil man darauf vertraut wahrscheinlich, dass sich das keiner durchliest, diesen Papierberg.
kurz zusammengefasst. Bis 2030, also in gut 5 Jahren, müssen verpflichtend 20% der Land- und Meeresgebiete in der EU renaturiert werden. Das ist jetzt das schöne neue Wort für Eigentumsbeschränkung, Enteignung und Unterdrückung. Also in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Urbar gemachte Moore werden wieder versumpft. 25.000 Kilometer Flusslandschaft soll renaturiert werden in der EU. Bitte gleich den Presslufthammer holen, die Wiener Donauinsel zerlegen. 20% der Ackerflächen, der landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen renaturiert werden. Renaturiert heißt brachliegen, heißt ins Eigentum eingreifen. Das fragt mich, was heißt denn das? Was bedeutet das? Das bedeutet, 20% der Ackerfläche wird den Bauern entzogen, wird der Bewirtschaftung entzogen, wird der Nahrungsmittelproduktion entzogen, steht nicht mehr zur Verfügung. Verknappung der Anbaufläche, weniger Lebensmittel, also heimische, qualitativ hochwertige Lebensmittel, weniger Futterflächen für die Tiere, weniger Tierhaltung. Ist auch gewünscht. Nicht von uns, aber ist gewünscht. Und das gefährdet die Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung mit Lebensmitteln, wie ja auch der Bundeskanzler festgestellt hat. Trotzdem nicht dagegen gemacht. Künstliche Verteuerung der Lebensmittel, mehr importierte Lebensmittel, die unsere hohe Qualität nicht haben und schreckliche Eingriffe in unsere Grundrechte für alle Grundstücksbesitzer. Richtig. Selbst die Folgenabschätzung der EU-Kommission selbst sagt, es ist ja auch gewünscht, ein massiver Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion, 20% weniger Getreideanbau, weniger Rindfleisch, will man ja alles. Rückgang der Tierhaltung, Preissteigerungen für die Lebensmittel und überhaupt Milliardenkosten. Aber das ist natürlich den Grünen egal und die da mitspielen, weil die Haltung kostet, haben sie uns ja auch schon mehrmals erklärt, also nicht unsere Haltung, aber ihre Haltung kostet uns und den ganzen Steuerzahlern. Und das alles reiht sich ein in einen Krieg gegen die Bauern, der ja schon seit Jahren stattfindet. Nicht nur die Renaturierung, wir haben schon Teuerung Agrardiesel, CO2-Steuer, natürlich auch Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, na nix wie weg damit, das ist alles Gift. Ja bitte, wenn die Bauern Schädlingsbefall beim Obst, Gemüse, beim Kartoffel, ja mein Gott, na, ich meine, wen interessiert das? Ja die Grünen nicht, die stehen ja nicht am Feld, die stehen ja nicht am Stall. Woher wissen sie denn das, dass ich dort nicht stehe oder das nicht kenne? Sie beziehen ihr Einkommen ja von Global 2000, von NGOs, von Climate Funds. Eine vernichtete Ernte ist ihnen egal. Sie drehen einfach die CO2-Steuer hinauf, dann haben sie wieder genug Geld. Ja genau, sagen sie ja. So ist es. Das will ich ja zum Ausdruck bringen. Ja, man erstickt die Bauern jetzt endgültig mit diesem Gesetz zunehmend, wie auch schon die Unternehmen vorher. Wie die Autofahrer, wie die Grundstücksbesitzer, wie die, die jetzt ein Häusl noch bauen wollen, in Auflagen, Vorschriften und Regulierungen, die ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Und das ist gewollt. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit Naturschutz zu tun oder mit einem Sieg der Natur. Es ist brutal. Es ist das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben. Es ist eben schon pure Ideologie. Und ich bin schon gespannt, wenn auf den ersten brachliegenden Feldern dann die Windparks kommen, wo Tonnen an Beton in den Boden hineingerammt werden, die Tier- und Pflanzenwelt dort vernichtet wird, die Vogelwelt gevierteilt und aufgespießt wird, die Menschen und die Nachbarn dieser Windparks an diversen Gesundheitsschäden leiden, die Sie dann bezeichnen als Klimaopfer. Das ist Ihnen alles egal. Und ich hoffe, sehr geehrte auch Landwirte und Grundstücksbesitzer, Sie schauen sich die Abgeordneten der ÖVP an, wie sie sich hier benehmen. Sofern
sofern sie noch glauben, dass sie von dieser Partei vertreten werden. Und noch eines, wer glaubt, dass das Renaturierungsgesetz ein neues Gesetz ist, das es erst jetzt seit einigen Jahren schon gibt und jetzt beschlossen wird? Nein, es ist uralt. Es wird bald seine 200-Jahr-Feier begehen. In etwa, nein, davon haben Sie keine Ahnung. Es heißt nämlich nicht Renaturierungsgesetz. Man findet die ganzen Ideen und was hier drinnen ist, in einem wunderbaren Manifest der Kommunistischen Partei. Da haben gewisse Herrschaften, Karl Marx und Friedrich Engels, schon vieles darin festgelegt. Da greift man immer wieder gerne zurück von linker Seite. Frau Kollegin Herr hat gestern schon von der Umverteilung gesprochen. Das ist wenigstens ehrlich, weil um das geht's. Es geht um eine Umstellung der freien Wirtschaft, der marktwirtschaftlichen, die jeden Kapitalismus, ganz böse hier, nicht ablehnen. Umstellung in eine Planwirtschaft und in eine Zentralverwaltungswirtschaft. Und zwar nicht einmal hier in Wien, sondern in Brüssel. Staatlicher Dirigismus bedingt abhängige Bürger. Und da sind natürlich die Bauern im Weg. Die Bauern, die unabhängig sind, selbstständig, selbstbewusst, heimatverbunden, dezentral arbeiten, die sich nicht so leicht in Panik versetzen lassen und daher diese Gesetze. Und nur eines, jeder Landwirt, jede Bäuerin leistet jeden Tag mehr für den Naturschutz und mehr für dieses Land, wie der ganze Grüne Club, wie die Frau Minister, wie der Herr Vizekanzler in ihrem ganzen Leben. Das steht einmal fest. Bitte, sehr geehrte Landwirte, Bäuerinnen, wieder, schauen Sie bitte auf die ÖVP. Die Bauern pflegen den ländlichen Raum, sie sichern unsere Ernährung, sie stellen die qualitativ besten Agrarprodukte her, unsere Lebensmittel. Sie würden das auch zu sehr guten Preisen, zu leistbaren Preisen für jedermann herstellen, wenn man sie frei arbeiten ließe. Hobby. Ich habe einen Bauernhof schon von innen gesehen. Ich weiß auch, wenn die aufstehen. Die stehen in der Früh auf um 4 Uhr, gehen in den Stall und füttern die Tiere, soweit es noch diese kleinen Betriebe gibt. Dagegen hat nämlich die EU mit ihrer Hilfe schon seit Jahren gearbeitet, sodass immer mehr gerade die kleinen Betriebe schon aufgegeben haben. Haben Sie schon mal was vom Bauernsterben gehört? Haben Sie das schon gehört? Und übrigens, um auch auf das CO2 einzugehen, durch den Pflanzenbau und die Landschaftspflege leisten die Bauern einen enormen Beitrag zur Bindung von CO2. Durch Innovation und nicht durch solche Verbote und Enteignungen hat man auch in den letzten Jahren schon einen großen Prozentsatz an Pflanzenschutzmittel und an Dünger einsparen können. Aber das interessiert natürlich hier niemand von den Grünen, weil sie brauchen ja die Klimakrise, die Panik als Überlebenselixier für ihre Partei. Der Bauernstand denkt in Generationen. Sie möchten den Hof übergeben an den Nächsten. Und dieser Traum wird oft genug zerschlagen durch eine eiskalte Agrarpolitik. Und das Renaturierungsgesetz trägt jetzt einen großen Teil dazu bei. Statt dass man ihnen dankt für das, was sie machen, werden sie von den grünen Wohlstandskindern angeschüttet, werden für jedes Übel verantwortlich gemacht. Tierleid, Artensterben, Pestizide, CO2-Emissionen. Nichts davon ist wahr. Diese ganzen Regelungen und auch das Renaturierungsgesetz, hier geht es nur darum, eine Ideologie durchzusetzen, die auf demokratischen Wege niemals eine Mehrheit finden würde. Die Frau Minister Gewessler setzt sich ins Flugzeug, stimmt diesem Gesetz zu, ohne Zustimmung des Koalitionspartners, wollen Sie das jetzt auch leugnen, lachen Sie da vielleicht auch laut. Das heißt, sie hat ungefähr einen Rückhalt im einstelligen Prozentbereich, sage ich einmal, fliegt aber nach Brüssel und stimmt diesem Gesetz zu, das für ganz Österreich gilt.
dass 20% unserer Flächen devastiert, Enteignungen ermöglicht und viele Menschen ruiniert. Und Sie machen sich lustig darüber, dass es nicht in Brüssel, sondern in Luxemburg war. Na super toll, echt klasse. Aber die Grünen, na, es macht wirklich einen riesigen Unterschied. Aber man kennt die Grünen. Gut, das ist ihre Ideologie. Meine Frage ist, warum macht die ÖVP mit? Das ist eigentlich die dringlichste Frage heute. Warum machen Sie mit? Und vielleicht erklären Sie uns auch, warum Sie auch die nächsten 5 Jahre noch die Frau Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin unterstützen, obwohl das alles auf Ihrem Mist gewachsen ist. Ich darf den